mit 5:2 gegen die Mühlkreisauswahl, die trotzdem alles gegeben hat und sie nicht schnell verkauft hat. Für die Mühlis geht es jetzt darum, den VfB Stuttgart die Daumen zu drücken, mit einem Erfolg der Stuttgarter oder mit einem Ich glaube nicht daran, dass die Angst vorm Verlieren dich eher zu einem Sieger macht als die Lust auf Gewinn. Und die Lust auf Gewinn ist das, um was es geht. Das weckt die Gier in dir, das macht dich aus, das lässt dich leicht laufen, das lässt dich leicht über deine eigentlichen Möglichkeiten hinauswachsen, das macht dich besonders stark. Und diese Lust aufs Gewinn, die tobt in mir. So, Christian Westermann pfeift das letzte Gruppenspiel der Gruppe 2 an. Stuttgart gegen Bremen. Westermann vom FC Lübbecke. Ein Schiedsrichter, ein großes Schiedsrichtertalent. 21 Jahre und pfeift schon bis zur Bezirksliga. Ist sein erstes Spiel hier im Turnier. So, haben gerade mit Guido Meisenberg gesprochen, gibt also noch keine Diagnose. Euer Kind ist jetzt erstmal im Krankenwagen, wird dort untersucht, wird sich genau alles angeguckt, ob vielleicht der Knöchel, die Knochen mit Leidenschaft gezogen worden sind. Sobald wir da was hören, werden wir das natürlich auch weitergeben und drücken weiter die Daumen. Thank you.
Oh, knapper Versuch da. Von Ole Jürgens, dem Kapitän der Bremer. Wieder Jürgens zur Ecke. Ich schweige hier so ein bisschen vor mich hin, weil noch nicht so viel passiert ist. Man sieht schon, Bremen ist gewillt, hier was zu tun. Will den Platz als Gruppenletzter unbedingt vermeiden. Freistoß. Auch da war der Arm dran, richtig Handspieler da gepfiffen. Freistoß für den SV Werder Bremen. Oh, es war klasse gespielt hier. Schade. Hätte ein Tor verdient gehabt, dieser Spielzug. Oh, das war ein Foulspiel. Oh, und da kann man über 2 Minuten überlegen. Edison Majriku, Top-Torschütze der Bremer auch in der Liga. Mit 7 Toren wurde da gelegt. Oh, stark gehalten. Ja. Philipp Köhn. Auch er im Kader gewesen der U16-Nationalmannschaft. Oh, das war ein Fehler von Köhn, aber macht ihn wieder gut. Und hält das 0:0 weiter fest. Und der nächste Abschluss von Rudi Cilic. Der erste Abschluss an die Latte. Jannis Vollert. Der übrigens Nationalspieler auf Abruf. War auch die Bremer hier mit DFB-Spieler.
Guter Ballgewinn jetzt hier vom VfB. Ja, welche bekannten Werder-Spieler haben schon mal für den SV Werder Bremen am Freeway Cup in Lübeck gespielt? Unter anderem Kevin Schindler, mittlerweile beim 1. FC St. Pauli, Niklas Füllkrug und jetzt, Obacht, Dennis Diekmeier, der Rechtsverteidiger vom HSV, der auch auf dem Sprung zu Jugo Löw steht in der Nationalmannschaft. Einer der wenigen Konstanten in der Profimannschaft vom Hamburger SV. Also auch schon bekannte Namen in Bremens Fußballschule. Der Wechsel beim VfB Stuttgart. Oh, das war schön gemacht. Klasse am Torwart vorbei. Wunderschönes Tor. Daniel Juric. Sehr, sehr schick. Klasse Finte. Ah, danach da ganz verschmitzt. Freut sich über das Tor. Eins zu null für den Favoriten in diesem Spiel, die sich bisher schadlos gehalten haben. 2 zu 1 gegen die Mühlis und 4 zu 3 gegen Hamburger SV. Werder Bremen derzeit mit einem Pünktchen am Tabellenende der Gruppe 2. Jetzt die Chance, aber ganz klasse Parade hier von Philipp Köhn. Schöne Finte hier. Alexander Greuß. Richtet den Ball nochmal zurück. Distanzschuss, aber Lukas Brinke ist da. Für den SVW. Die hier Blockwechsel vollziehen. Das war schön gespielt, das war ein schönes Tor. 1 zu 1 für die Bremer. Vorgelegt Edison Majeku. Und vollendet hat er Rudi Cilic. Schöne Kombination. Rudi Cilic mit der Nummer 10 gleich aus. Wir werden Bremer 1. Distanzschuss, Bande, aber Königster 1 1. Auch damit wäre Bremen weiter an Tabellenvierter. Allerdings fehlt jetzt nur noch ein Tor, um dann mit 4 Punkten besser dazustehen. Majreku gewinnt da den Ball. Hartes Duell jetzt hier gegen Joao Rau.
Jeremy Jeku. Ja, ist ein Aktivposten. Ganz, ganz auffälliger Spieler bei Werder Bremen. Der beste Torschütze, habt ihr eben schon gesagt. 7 Tore in der Regionalliga, wo der SV Werder Bremen auf Platz 3 steht. 2 Plätze hinter dem Hamburger Sportverein. Werder Bremen ja auch ein ganz wichtiger Kooperationspartner für den Freeway Cup e.V. Zum Beispiel in ihrer Werder Fußballschule. Richtig für Furore gesorgt. Wir haben hier die Chance für Alper Aslan. Vom VfB Stuttgart war. Ja, gab eine tolle Fortbildung zum Thema Viererkette mit Thomas Wolter. Ganz, ganz spannende Ansichten, die da erklärt wurden. War ein toller Dozent. Sehr praxisnah. Also der SV Werder ist schon ein wichtiger und ganz, ganz toller Partner geworden hier für die heimischen Vereine im Mühlenkreis. Und das 2:1 für die Werderaner. Majriku. Der VfB hat jetzt so ein bisschen Schongang eingefahren. In den letzten Minuten noch ein bisschen wenig. Mal gucken, ob sie jetzt mal anziehen können. Aber jetzt die Bremer. Majriku, das ist sein Aktivposten. Bei den Bremern. Oh, Handspiel. Ja, richtig. Richtige Entscheidung von Schiedsrichter Westermann. 30 Sekunden vor dem Ende. Ja, Volley-Schuss nochmal. Stuttgart probiert es nochmal. 14 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Ah, das war blöd. Der Ball ist am Aus. Und das Spiel ist aus. Der SV Werder Bremen gewinnt mit 2:1. Stuttgart verliert damit das erste Spiel.